Hallo YouTube, hallo liebe YouTube-Gemeinde. Ihr habt eingeschaltet und erfreut euch an einem Let's Play von mir, eurem Onion Cheese for ULP. Mein neuer Kanal, mein neuer Start in die YouTube-Welt. Ja, und wie ihr seht, habe ich mir zum Start ein legendäres Spiel gesucht, was ihr alle kennt, was ihr alle mögt, was ihr alle sehen wollt. Und zwar ist es Minecraft. Dieses Spiel habe ich mir ausgesucht, weil es meiner Meinung nach das erfolgreichste Spiel ist und die meisten Zuschauer dieses Spiel auch gerne sehen. Ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Ich werde mit einem Minecraft-LP anfangen. Das heißt, ich werde mehrere Folgen bzw. mehrere Listen von Minecraft machen. Dazu gehören einmal eine Open World, die wir gleich starten werden. Aber auch, und jetzt kommt der Clou, ich möchte mit euch kommunizieren, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Ich möchte, dass ihr ein Teil meines Kanals werdet und somit dürft ihr entscheiden, welche Maps ich spiele. Seien es Adventure Maps, Survival Maps, Escape Maps, vollkommen egal. Ich spiele es, ich nehme es auf, ich lade euch die Videos hoch. Und wenn ihr Lust habt, werde ich auch mal ein paar Events starten, wo ihr mit mir zusammen zum Beispiel eines dieser Let's Plays machen könnt. Also seid ihr dementsprechend ein Teil meines Kanals, beziehungsweise ich ein Teil von euch. Wie geht's weiter? Ich werde natürlich nicht die Open World anfangen und komplett durchziehen. Ihr wisst, wie das ist. Man kann kein Open World beenden in dem Sinne. Das heißt, ich werde einfach ein paar Folgen Open World spielen oder hochladen, ja. Und werde zwischendurch immer mal ein paar andere Folgen machen, wie zum Beispiel von Escape Maps oder Survival Maps etc. Natürlich wird Minecraft nicht das einzige Spiel auf diesem Kanal bleiben. Nein, es werden noch andere Spiele folgen, wie zum Beispiel League of Legends. Da werde ich auch noch ein paar Folgen rausbringen, aber das erst in näherer Zukunft, das hat noch ein bisschen Zeit. Dies hier ist nicht mein erster Kanal. Ich hatte damals schon einen Kanal, das ist ungefähr zwei Jahre her. Aber diesen Kanal gibt es nicht mehr, den habe ich damals gelöscht aufgrund von beruflichen Stress oder auch wenig Zeit, sagen wir es mal so. Habe mir gedacht, warum soll ich den Kanal leben lassen, wenn ich nach einem Jahr, anderthalb Jahren, zwei Jahren erst wieder anfange Let's Plays zu machen. Erstens gehen mir die ganzen Abonnenten flöten, die da treu waren und immer schön mitgeguckt haben, und zweitens, wer will nach so langer Zeit nochmal wieder irgendwie ein Let's Play von ihm sehen? Deswegen habe ich mir gedacht, machst du mal einen neuen Kanal. Wie der alte Kanal heißt, werde ich euch allerdings nicht verraten. Das dürft ihr selber herausfinden. So, dann wollen wir hier einfach mal eine neue Welt starten. Und nennen die einfach mal Open World LPOC. Natürlich das OC, OC für Onion Cheese. Mehr muss man nicht einstellen. Der Rest ist eigentlich alles soweit eingestellt. Ja, wenn ihr übrigens nach meinem Texture Pack fragen wollt, das ist ein ganz standardhaftes Texture Pack, das werdet ihr auch gleich sehen. Es ist nicht viel verändert, aber halt ein bisschen schöner gemacht, von daher, Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. So, und wir starten jetzt hier einfach mal die Map und ja. Und da sind wir auch schon in der Map. Natürlich sehr schön zu sehen, dass ich hier gerade ein paar FPS-Probleme habe. Nein, habe ich nicht. Sehr schön zu sehen, dass wir hier direkt in einem Baum gespawnt sind. Hatte ich jetzt auch noch nie, aber okay. So, dann schauen wir uns doch erstmal direkt um und gucken einfach mal, wo wir hier überhaupt gelandet sind. Da ist ein schöner Dschungel, hier haben wir Wasser und einen schönen weißen Baum, sowie auch braune Bäume, das finde ich sogar sehr, sehr schön. Da haben wir direkt eine Wüste, da holen wir uns erstmal ein paar Kakteen. Holen wir uns erstmal ein paar Kaktusse, Tusse gesagt. Und dann suchen wir uns einen geeigneten Platz. Zum Beleiden ist Zuckerrohr, das ist ja ein Traum. Ein Traum von Start, was wir hier haben. Gut, da hinten lädt die Map noch ein bisschen. Ja. Komm mit. Danke. Du auch. Danke. Du bitte auch. Danke. Ja, 8 sollten erstmal reichen. Jetzt holen wir uns noch das Zuckerrohr da hinten. Und dann suchen wir uns mal wirklich einen geeigneten Platz, um uns eine kleine Hütte zu bauen. Auch hier, ich muss dazu sagen, ich habe Minecraft nie wirklich intensiv gespielt. Ich weiß so die grundlegenden Sachen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr die grundlegenden Sachen seht, aber so ein paar Sachen weiß ich halt.
Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich mal wirklich ein paar Fehler mache oder manchmal einfach nicht weiterkomme. Dafür habe ich euch ja, ich nehme gerne jeden Tipp an, den ihr in die Kommentare schreibt, denn das trägt auch nur dazu bei, dass ich hier weiterkomme und dass ihr auch noch weiterhin Spaß am Zugucken habt. Und das wollen wir ja nicht aufs Spiel setzen, ne? So. Dann farmen wir hier nochmal so ein paar Samen. Ja, auch hier könnt ihr natürlich auch ein Teil von diesem Open World werden, indem ihr mir einfach in die Kommentare schreibt, was soll ich als nächstes bauen, wo soll ich als nächstes drauf hinausbauen. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich als nächstes einen Enchantment Table mache, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde mir jeglichen Kommentar durchlesen, wirklich jeden. Werde versuchen, jeden irgendwie auch nur ansatzweise so ein bisschen mit einzubringen. Aber das geht natürlich nicht immer, das wisst ihr ganz genau. Und ja, selbst wenn ihr Fragen habt, stellt eure Fragen in den Kommentaren. Ich werde sie dann in den Folgen beantworten. Seien es Kommentare zu meinem Kanal, seien es Kommentare zu irgendeinem anderen LPler oder seien es Kommentare zu mir selber. Ja, fragt mich, ich werde es euch beantworten, so, insofern die Fragen nicht irgendwie beinhalten, wie oft gehst du am Tag duschen oder bist du untenrum rasiert oder sowas. Ja, sowas werdet ihr natürlich nicht erfahren. Was ihr aber erfahren werdet, sind natürlich so die Standardsachen über mich. Und da habe ich auch keine Probleme mit euch, das mitzuteilen. So, jetzt werden wir jetzt noch so ein bisschen Holz. Wir haben schon ein paar Samen. Die werden wir anbauen. Kakteen werden wir auch anbauen. Obwohl ich gar nicht weiß, warum ich die jetzt mitgenommen habe. Brauchen wir erstmal sowieso nicht. So, und dann werden wir uns gleich mal daran machen, dass wir uns wirklich einen kleinen Flecken suchen. Oder ob wir uns einfach erstmal... Soll ich das machen? Komm, wir machen das einfach mal. Ich werde mich gleich irgendwo in eine Wand reinbuddeln und werde mir dort eine kleine Höhle errichten. Denn ihr sollt mir in den Kommentaren schreiben, da ihr, wie schon 10.000 Mal in diesem Video gesagt, ein Teil dieses Let's Plays sein sollt. Wohlgemerkt, nur des Open World Let's Plays. Also bei anderen wird es eher schwierig, bei League of Legends zum Beispiel, ja, da habt ihr ja kein Mitspracherecht in dem Sinne. Oder halt bei Escape Maps, da wird das auch nicht unbedingt viel bringen. Aber in diesem Video seid ihr das Video. Das heißt, ihr schreibt mir rein, soll ich mich in einem Wald niederlassen oder soll ich in die Wüste gehen? Soll ich in den Dschungel gehen? Soll ich in eine Eislandschaft gehen? Soll ich? Ja, ihr entscheidet, wie wird gespielt, was wird gebaut, ob ich eine Burg bauen soll, ob ich einen Bunker bauen soll oder eine Holzhütte. Ja, das bleibt vollkommen euch überlassen. Ihr entscheidet über diesen Verlauf des Let's Plays und ich vertraue euch da auch wirklich. Gut, jetzt haben wir natürlich in der ersten Folge viel geredet. Dafür werden wir dann in der zweiten natürlich ein bisschen mehr zocken. Ich gucke mal auf die Uhr, wie viel haben wir jetzt? Ah, ein bisschen haben wir hier noch. Können wir noch. So, wir haben gleich ein bisschen erstmal genug Holz. Brauchen wir ja immer mal. Vor allen Dingen, wenn wir keine Kohle am Anfang finden, damit wir wenigstens etwas Holzkohle machen können. Auch immer von Vorteil, allein für Fackeln. Denn wir spielen hier ja nicht den kreativen Modus oder den friedlichen Modus. Nein, wir spielen hier den einfachen Modus. Das heißt, es werden auch Monster spawnen. Natürlich nicht allzu viele. Ja, klar. Aber natürlich ein paar, denn sonst hängt man hier in seinem Haus rum und denkt sich, ist das langweilig. Und da habe ich halt auch keinen Bock drauf. So, jetzt suchen wir uns natürlich hier noch was Geeignetes. Guck mal, da ist schon eine Höhle. Da ist schon direkt eine Höhle. Ja, okay, das ist eine Kackhöhle. Eine Arschkackhöhle. Die Schatten werden hier auch sehr detailliert... Oh, hier sind Schafe. Das ist schon mal sehr gut. Hier sind sogar einige Schafe. Na, pass auf, dann mache ich das anders. Ne, pass auf, dann werde ich diese erste Folge nutzen. Da ich weiß, dass ich hier sowieso weggehen werde, nutze ich jetzt diese erste Folge und die letzten Minuten dafür, dass ich jetzt versuche, irgendwie in irgendeiner Art und Weise Eisen... Oh, ach... Ach, versuche hier in irgendeiner Art und Weise Eisen zu finden. Und direkt erstmal, ach, direkt erstmal diese Schafe
zu frisieren. Nennen wir es mal frisieren. Hopp, top, top, top. Gehen wir hier ins Wasser. Na, da haben wir doch so. Da haben wir doch. Ich krieg schon mal die Kohle gefunden hier. Das ist ja unglaublich. Wenn wir jetzt noch Eisen finden, dann wäre es natürlich ein Start, den ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen könnte, nicht zu verfluchen. Denn bisher hatte ich eigentlich immer Starts, wenn ich Minecraft mal gespielt habe, hatte ich bisher immer einen Start, der, sagen wir, von einem angenehmen Start sehr weit entfernt war. Oh. Nee, pass auf, wir machen das anders. So. So. Und so. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ja, das auch noch. Ja, das auch noch. Ja, wie viel kommt denn da noch? Okay. So. Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir hier jetzt noch. Nein, natürlich nicht auf dem Boden irgendwo. Nee. Schade. Wäre aber auch zu viel verlangt, oder? Aber wir können schon mal eine Steinspitzhacke machen. Das müssen wir nachher wieder. Machen wir uns hier mal zwei. Ja, die Playlist. muss ich mich eventuell für entschuldigen. Ich habe einfach nur mal eine alte Playlist genommen und eingefügt. Ich wusste selber nicht, was da so alles drin war. Ich wollte mich selber mal überraschen lassen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, was ihr hier hören müsst. Und selbst wenn doch, ist das ja nicht mein Problem, ne? Ja, wie immer, fleißig kommentieren, fleißig abonnieren, liken, favorisieren. Was Besseres kann mir nicht passieren, was Besseres kann euch auch nicht passieren. Und wenn ihr fleißig abonniert und jahrelang dabei sein solltet oder lang genug dabei sein solltet, mich abonniert zu haben, dann kann es sein, dass ihr es irgendwann zurückbekommt und euch dadurch etwas Gutes widerfährt von meiner Seite aus. Denn wenn ihr es macht, habt ihr auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorteil mir gegenüber, anderen gegenüber, die eben nicht direkt abonniert haben. Außerdem würde ich mich über jedes Abonnieren freuen, denn so motiviert. Ich habe heute aber auch keinen Hänger, aber ich habe heute Sprachfehler, das ist manchmal echt nicht zu glauben. Denn so motiviert ihr mich auch dazu, weiterhin Let's Plays zu machen. Und ich meine, wir wollen ja alle irgendwie ein bisschen Spaß haben. Und es wäre schade, wenn ihr mir das wirklich versauen würdet. Deswegen würde ich euch wirklich bitten, abonniert, favorisiert, kommentiert und liked diese Scheiße, die ich hier ins Internet stelle. So, dann werden wir uns jetzt hier mal kurz niederlassen. Gut, die Workbench habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen, aber es macht nichts, wir haben genug Holz. Müssten auch bald mal wieder was essen. Kohle haben wir auch ein bisschen, deswegen brauchen wir das Holz nicht mehr. Setzen wir uns hier mal eine Tür rein. Zack. Und dann machen wir uns erstmal nochmal direkt ein Treppchen dahin. Dann brauchen wir auch mal reinkommen, ne? So. Und damit würde ich sagen, beenden wir die erste Folge. Und wir sehen uns dann in der zweiten wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Onion Cheese, Minecraft, neuer Kanal. Kommentiert, favorisiert, abonniert. Haut da rein. Macht's gut. Tschüss.